Monika ist auf dem Wege zu unserem Peugeot 106, den wir heute sehr ausgiebig testen wollen, diesmal in einem Feuerrot. Und wir haben die Automarke einmal gewechselt und dieses Modell wollen wir dann jetzt für die Urlaubstage bevorzugen. Jetzt geht es an die Scheibenreinigung. Monika, das können wir nicht mehr machen, ne? Ja, dann müssen wir das also erstmal sein lassen. Einmal. Bitte mal den Kofferraum auf, die Tasche ist sehr schwer. So, wir starten jetzt unsere Fahrt. Wir wollen nach Port Morgan, das ist unser Hotel Duna Beach, die Einfahrt. Jetzt kommt gerade so ein dicker Reisebus. Altos Reisen, neue Gäste. Oje, oje. Und wir beginnen jetzt hier, als unsere Ausfahrt von unserem Hotel, beginnen jetzt nun unseren Ausflug heute Richtung Port Morgan. Hier sind natürlich überall schöne Palmen. Jetzt kommt schon wieder so ein großer Bus. Also hier ist ja ganz schön was los heute Morgen. Hier sind die Telefonzellen, wo wir auch immer angerufen haben. Ist relativ günstig hier in Spanien. Auf den Kanaren besser gesagt. Und wir starten jetzt erstmal. Und das ist jetzt also hinterm Sonnenland sind wir jetzt hier bei uns in der Nähe, ist ungefähr 5 Kilometer weg. Und es ist natürlich eine ganz große Weinöde. Da hinten sieht man auch noch ein Radioteleskop, das ist da gen Himmel gerichtet. Da ist noch, so, da wird praktisch ja, das Ohr des Weltalls ist das hier. Schlimm ist es also derzeit, dass hier auf den Kanaren andere Geschwindigkeitsbestimmungen sind. Man darf also nur noch innerhalb geschlossener Ortschaften 40 km/h fahren und auf Landstraßen 90, Autobahn 120. Natürlich eine trostlose Gegend, wenn man so bemerken kann. Da sieht man auch spanische Autobahn hier, die jetzt nach Logan führt. Und wir werden natürlich einige Städte noch passieren. Aber hier geht es oft viele Meter und fast noch Kilometer geradeaus. Da kommen leichte Kurven. Und jetzt sind natürlich diese bizarre Landschaft, die vulkanischen Ursprungs ist. So, wir befinden uns jetzt hier auf der Passstraße. Es geht da in die Berge rein. Das ist natürlich eine Wahnsinnstrecke. Wir sind natürlich von Port Morgan weit weg. Und wir haben jetzt auch schon 20 vor 1. Die Straße darf man normalerweise nicht befahren. Es stand auch ein Sperrschild da, aber ich bin die ganzen Jahre immer da durchgefahren. Und wir wollen dieses nun mal auf dem Filmdokument festhalten. Weil da kommen einige Aussichtspunkte, die natürlich mörderisch sind. Und diese Straße hat ihren besonderen Reiz durch die bizarre Landschaft, durch die wir jetzt fahren. Kommt, jetzt müssen wir erstmal Platz machen, dass der durch kann hier. So, jetzt geht es weiter. Ist natürlich sehr schmal, diese Straße hier. Jetzt geht es wieder ein kleines Stückchen bergab und dann weiter hoch in die Berge. Rechts geht es natürlich sehr tief runter, aber da darf man nicht runter gucken, da muss man einfach fahren. Das Besondere ist eben jetzt, hier haben sie dieses Jahr schon eine neue Leitplanke gemacht, die im letzten Jahr im August noch nicht vorhanden war. Da war es interessanter, wenn man hergefahren ist. Mhm. So, jetzt geht es natürlich weiter, hier fängt der Wald an. Und da oben werden wir wahrscheinlich auch herkommen gleich und es geht langsam bergauf. Hier ist es natürlich sehr, sehr, sehr hoch schon. Und wir schlängeln uns jetzt so in Serpentinen durchs Gebirge. Kann man gut sehen, dass wir da unten hergekommen sind. Die Serpentinen schlingeln sich hier hoch. Wir sind auch schon sehr hoch im Gebirge. Und jetzt geht es natürlich weiter. Ich werde mich jetzt wieder in Bewegung setzen mit dem Wagen. Und wir werden weiter auf den Gipfel geben und jetzt auf den Schotterweg durchs Gebirge. Ist natürlich sehr gefährlich hier. Man darf normalerweise nicht hierher fahren. Und wir müssen das letzte Stück jetzt durch eine Marterstrecke. Das Fahrzeug muss natürlich diesen harten Test bestehen. Und wir sehen also sehr ein unwegsames Gelände. Es geht also hier die Passstraße hoch jetzt weiter. Wir müssen jetzt bis wieder zu der Stelle, wo wir dann mit dem Fahrzeug dann auf eine fest befahrbare Straße kommen. So, wir sehen jetzt die Straße unten, wo wir hergekommen sind. Wir sind immer noch auf diesem Ruckelweg. Das ist also diese unbefestigte Straße.
und man kann deutlich erkennen, wie unwegsam das Gelände hier ist. Vielleicht noch mal ein Blick nach vorne. Wir starten wieder, es kommt ein Auto, wir müssen weiter. Und jetzt geht es weiter, diese Ruckelstrecke. Und gleich zweigen wir noch weiter ab in die Berge. Mhm. Ja. Da oben geht die Straße weiter, da fährt man. Genau, wir sind jetzt immer noch auf dieser gefährlichen Piste, die jetzt noch schlimmer geworden ist. Hier liegen überall dicke Wackermänner rum und der Autotest geht so zu seinem Höhepunkt zu jetzt. Und Straße ist natürlich sehr, sehr, sehr unbefestigt und es staubt hinter uns wie verrückt. Und man kann also wirklich nur sehr langsam fahren. Wir fahren jetzt zurzeit 10 km/h und ich muss sagen, also der Weg ist sehr beschwerlich. Wir kennen das allerdings aus den Vorjahren, da wir auch schon öfter diese Strecke gefahren sind. Und es ist schon ein Erlebnis, aber es ist auch gefährlich, wenn man es obendrein, also wenn man darüber nachdenkt. Nachdenken darf man nicht, das darf man erst hinterher, wenn man hier durch ist. Immer schlimmer hier der Weg und man muss sich so seinen Pfad sozusagen herbahnen, damit der Wagen hier nirgendwo aufsetzt. Es ist natürlich sehr anstrengend und man fährt sehr verkrampft. Aber ist wohl auch normal, weil man so hier also nur mit Problemen weiterkommt. Das Fühlen ist auch ganz anstrengend. So, jetzt müssen wir erstmal hier rüber. Oh. Jetzt müssen wir um diese Ecke rüber. Und jetzt geht es wieder weiter bergauf. Immer noch weiter durch die Berge und man sieht auch auf der linken Seite, wie die Autos sich da hochschlängeln. Wenn man links rüber schaut, da kommt ein Wagen an diesen Schotterweg hoch. Und es ist natürlich der absolute Wahnsinn. Und ich bin heilfroh, wenn wir diese Prozedur überstanden haben. Das ist die stärkste Strapaze von unserem Autotest für das Fahrzeug. Wenn der Wagen diese Bravour noch, also diese Prüfung mit Bravour besteht, könnte man also ihm eine gute Note geben. Jetzt geht es natürlich wieder hart zur Sache. Man sieht also sehr ausgefahren alles. Und absolut gefährlich. Jetzt müssen wir. Wo müssen wir hier? Tedier da? Velos anderes. 30. Aber jetzt habe ich ihn abgewürgt. Habe ich alles aufgenommen. Drecke, wie er sonst gefahren ist. Aber ist egal. Jetzt haben wir natürlich diese böse Straße verlassen. Und es geht jetzt weiter. Ich hoffe, dass wir hier irgendwo wieder auskommen. Das ist aber die falsche, glaube ich. Dann müssen wir wahrscheinlich fahren jetzt hier den Berg herunter, sind immer noch auf dieser Strecke, die natürlich jetzt asphaltiert ist. Hier bin ich allerdings noch nicht hergefahren, da wir gerade einen anderen Abzweig genommen haben. Und man sieht jetzt deutlich, also wie wieder diese Haarnadelkurven, wie man sich hier durchs Gelände schlängelt. Und wir haben noch eine beachtliche Höhe, wenn man da unten im Tal die Häuser sieht. So, wir haben jetzt hier wieder ein paar Palmen, sind natürlich jetzt aus den Bergen mittlerweile herausgekommen. Es ist ja auch schon gleich 2:30 und wir sind froh, dass wir diese Extremtour heil überstanden haben. Das Fahrzeug ist noch intakt und die Reifen auch, also bis jetzt sind sie nicht viereckig geworden. Die schönen Blumen. Hier ist ein schönes Porträt im Hintergrund. Vielen Blumen. Ich heute wieder als Filmstar mit meiner Sonnenschutzmütze, Lichtschutzfaktor 25. Wolltest du den Felsen an der Seite schieben? Oh, das schaffst du aber nicht. Ich glaube, der ist ein bisschen zu schwer für dich. Du musst den Felsen festhalten. Geht aber nicht. Und wollen uns wieder auf den Weg nach Fataga begeben. Jetzt geht es hier unten raus und gleich geht es rechts den Berg hoch. Man sieht da schon das Steinschlachtzeichen und wir verlassen jetzt den Ort und unsere Fahrt durch die Berge, also zurück,
geht weiter. Da sieht man schon das Schild nach Fataga und Las Palomas und das ist unser Ausgangspunkt. Jetzt habe ich ganz gewackelt. Jetzt müssen wir das mal umschalten. Geschaukelt hat. So, jetzt erstmal Gas, Power und dann weiter. Wir fahren jetzt den Berg hier herunter, da hinten geht die Straße in Serpentinen weiter und bis Fataga ist das eine kurvenreiche Strecke. Es ist nicht weit von uns weg, circa so 25 Kilometer, aber durch die vielen Kurven braucht man dann doch einiges an Zeit, auch wenn man sehr flott fährt. Natürlich sehr interessant die bergige Landschaft. Urwüchsigen Gestein hier. Die Straße hat man wahrscheinlich direkt hier in den Berg reingesprengt. Das muss natürlich ganz laut geknallt haben hier. Die Straße natürlich jetzt wieder hier ganz enge Kurven, die man jetzt anfahren muss. Und wenn jetzt eine andere, es kommt Autos entgegen, wenn jetzt eine scharfe Kurve ist, ist das hier Vorschrift, dass man ein Hubzeichen von sich gibt, um so den entgegenkommenden Verkehr zu warnen. Mit Kamelen. Jetzt haben wir natürlich wieder schöne Leitplanken und wieder scharfe Kurven. Also man sieht, hier ist also vom Fahrer fahrerisches Können wird hier verlangt. Da ich ja so eine ausgiebige, lange Ausbildung hatte, Reisebusse, die kleine Oase da unten besichtigen. Man sieht jetzt auch also hier die schönen Palmen, sieht man natürlich die schönen Busse und die Kamele sind da auch zu sehen. Was jetzt nun die Kamele sind, oben oder unten drauf, da muss man eben selber überlassen, wie er darüber denkt. So, jetzt kommen wir hier nach Fataga. Ist auch eine sehr interessante Stadt. Hier sollen einige Künstler leben, die also hier auf der Insel Gran Canaria ihre Malerarbeiten und Töpferarbeiten verkaufen wollen. Hier immer am Rand zum Beispiel sieht man jetzt wieder einen Eukalyptusbaum. Die wachsen hier sehr zahlreich auf der Insel. Natürlich die Palmen auch. Und wiederum, diese Straße hat wieder viele Kurven. Und wie man sieht, sind hier nur 40 Kilometer pro Stunde erlaubt. Die Straße führt direkt durch den Ort durch. Hier rechts ist eine Kirche, eine kleine. Und hier stehen immer zahlreiche Busse auch. Hier soll ein gutes Restaurant auch sein. Jetzt verlassen wir gleich wieder Fataga und fahren dann weiter nach Las Palomas zu, wo sich dann unten. Was noch? Da fehlt noch weiter. Wenn nämlich Tape End steht, ist doch lange nicht das Band zu Ende. Jetzt geht es hier diese steile Kurve hoch. Boah, schau, gut, ja. Jetzt geht es sehr, sehr steil hoch. Ich bin hier so. Boah. Oh. Ein bisschen Power geben wir gleich auf. Dass wir richtig in Fahrt kommen. Okay, also die